Hallo ihr Lieben! Hi! Heute stehen wir endlich mal wieder in der Küche. Ja, und mal wieder zu zweit. Ja, bitte. Du wolltest ja nicht mitmachen beim Torte machen. Ja, das stimmt. So, und wir haben was richtig Cooles für euch, denn ich hatte letzte Woche eine Idee. The story of my life. Ja, Laura hat sich gedacht, wir machen mal was ganz Experimentelles. Da wir beide total auf Sushi stehen und das ja doch ganz schön teuer ist auf die Dauer, wenn man das immer bestellt und so, haben wir gedacht, wir machen es einfach selber. Wir können es eher am Bett. Wir schauen, ob der Reis explodiert, ob der Lachs wegschwimmt, den haben wir nämlich, ob die Gurke sich verbuddelt. So, egal. Also, wenn ihr jetzt euch schon aufzählt, was wir haben, dann erzähle ich euch, was ich gekauft habe. Denn ich war letzte Woche bei Rewe einkaufen und wollte eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ich wollte nur irgendwas Kleines, ich glaube Glückskekse aus der Asia-Abteilung. Und der Rewe war nicht der, wo wir sonst sind. Die waren so geil aufgestellt, dass ich dann alle Sushi-Sachen geschnappt habe, eingepackt habe und gleich mitgenommen habe. Wir haben einmal Sushi-Reis. Richtig cool. Müssen wir schauen, wie der verarbeitet wird, aber wir haben uns da schon ein bisschen Anleitung geholt. Dann haben wir Nori-Blätter. Ich glaube, da sind jeweils 5 Stück drin, ja, 5 Sheets each. Ich glaube, das reicht für ein bisschen mehr, aber wir gucken mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe erstmal mitgenommen, wir wollen ja nicht dran sparen. Wir haben ein bisschen Sesam, denn es gibt ja auch die Inside-Out-Rolls, wo der Reis draußen ist, nicht die Nori-Blätter. Nori? Ja, doch, Nori-Blätter. Und man dann ein bisschen mit Sesam das Ganze verzieren kann und es natürlich auch geschmacklich was man macht. Man könnte es auch mit Schwarzkümmel machen, haben wir gesehen, aber wir stehen mehr auf Sesam, also das. Das hier werde ich ganz bestimmt nicht gebrauchen können, aber vielleicht Nils, denn? Wasabi. Wasabi gehört für mich zum Sushi dazu, wie die Sojasauce, die wir auch haben. Die mussten wir nicht neu kaufen, die haben wir hier, weil wir die zum Kochen doch häufiger mal gebrauchen. Da müssen wir auch gucken, manchmal muss man den anrühren oder es ist eine Tube mit der Paste. Ist schon fertig, okay, dann können wir den wahrscheinlich gleich so nutzen. Ingwer mögen wir beide nicht, deswegen haben wir den weggelassen. Genau. Dann habe ich besorgt eine Sushi-Matte. Das sind keine Stäbchen. Haben wir aber noch. Haben wir auch noch. Und wir haben ja nachher unser Set. Also hier, ne, richtig cool. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Eigentlich wollte ich so ein teures Set, was ich auf Amazon gefunden habe, für 30 Euro, wo dann alles irgendwie... Eigentlich so ein Zigarettenrollautomat. Genau. Aber wir haben uns gedacht, wir versuchen es... Warum einfach, wenn es auch schwer geht. Genau, wie die Sushi-Köche das machen. Dann brauchen wir nachher Reisessig und auch den haben wir besorgt. Der ist ganz wichtig. Der bringt Geschmack rein. Für das Sushi-Su. Genau. Erzählen wir euch nachher, was das ist. Dann haben wir einmal Teriyaki-Soße. Die muss nicht unbedingt dabei sein. Das ist eher sowas, wenn man das gerne mag. Ich finde sie sehr geil. Sie ist so ein bisschen süßlich, bisschen... Ja, kann man ganz schwer beschreiben. Hat einen sehr, sehr leckeren Geschmack. Schmeckt übrigens auch für die Nicht-Vegetarier sehr gut zu Lachs, zu Ente, zu Hühnchen, sowas. Da kann man die auch sehr gut benutzen, wenn man asiatisch kocht. Das ist die, die wir auch schon ein paar Mal mit drauf hatten. Ja. Dann haben wir jetzt, kommen wir zum Belag. Ich würde sagen, wir fangen damit an, denn... Für mich ein bisschen Lachs. Laura wird den nicht essen. Ich mag immer noch ganz gerne mal ein bisschen Fisch. Hält sich schon die Nase zu. Der ist ganz frisch. Also insofern, der riecht so gut wie gar nicht nach Fisch. Kleiner Tipp an euch, sollte Fisch mal riechen, ist er nicht mehr so gut. Was heißt nicht mehr so gut, aber er ist zumindest nicht mehr frisch. Denn Fisch fängt nur an zu riechen, wenn er nicht frisch ist, weil sich da Proteine abbauen. Und jetzt könnte ich als Biologin lange auftragen, brauche ich nicht. Aber kleiner Tipp am Rande für alle Nicht-Fischesser, die sowas mal kaufen wollen. Ich habe Nils mitgebracht, so Scheibenlachs. Geräucherten. Das war falsch. Man braucht sowas. Ja, also das roher Lachs ist am besten. Man kann auch zur Not geräuchert nehmen, aber der hat halt einen sehr starken Eigengeschmack. Muss nicht sein bei Sushi. Lieber dann einmal ein bisschen, wenn man nicht einen ganzen Lachs kaufen möchte, Tiefkühllachs gibt's auch. Der ist in der Regel sehr frisch, weil er natürlich frisch auf dem Kutter eingefroren wird. Dann habe ich euch ja neulich schon mal erzählt, dass ich Gurke gekauft habe. Jetzt wisst ihr ja wofür. Mhm. Denn wir wollen mit Obst und Gemüse füllen. Mhm. Apropos Obst. Genau. Lecker Mango. Die gibt es nämlich bei unserem Sushi-Mann mit Mango und da sind wir auf die Idee gekommen. Richtig mega lecker. Und mein allerliebstes Gemüse, ne? Ja. Sind Avocados im Moment. Stimmt, das ist Avocado bin ich auch nicht so ganz sicher, ob es Gemüse oder Frucht ist. Aber das könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ob ihr das wisst, genau wisst, ob Avocado Gemüse oder Frucht ist. Ansonsten brauchen wir nur noch Kresse und alles andere sind Sachen, die ihr zu Hause habt. Nämlich Salz, Zucker, Mayo und Frischkäse. Mhm. Und ich würde sagen, auf los geht's los. Ja. Was wollen wir heute machen? Wir haben vor, 1, 2, 3 verschiedene Arten von Sushi zu machen. Mhm. Nämlich? Wir haben Lachs, wir haben Gurke, wir haben
Wir haben Makis, die wir machen. Was ist so? Dann die Inside Out Rolls. Und am Schluss, wie heißen die kleinen Dinger? Nigiri, die sind eigentlich nicht die kleinen, sondern die großen. Ja, aber so einzelne. Genau, also für alle, die es nochmal ganz kurz. Makis sind diese kleinen Rollen, wo die Algen draußen sind, dann mit Füllung. Die Inside Out Rolls sind die Füllung. Andersrum. Und dann außenrum der Reis. Und kein, obwohl der Nori ist dann drin. Und die Nigiri, das sind eigentlich so kleine Reisschiffchen, wo ein Belag drauf ist. Da kann man aber ganz viel drauf machen. Muss nicht nur Fisch sein. Das kann man nämlich mit dem Nori-Blatt nachher festhalten oder wickeln. Ihr könnt natürlich auch Spargel, Paprika, Fleisch. Wir hatten zu unserer Fleischzeit super gerne gebratene Enten. Gibt's auch. So. Nein, ich wollte nur sagen, Tofu kann man auch ganz drauf machen. Also ihr seid da völlig frei. Seid kreativ und denkt euch was Schönes aus. Wir sind gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen und ob es schmeckt. Das heißt, wir starten als allererstes mit dem Reis, denn der muss gekocht werden. Genau. Wir nehmen jetzt 500 Gramm Reis, das, also Sushi-Reis, der soll ungefähr für 4 Personen reichen. Reichen. Aber wir haben gedacht, wir machen es trotzdem für 4, dann haben wir morgen noch was. Mhm. Oder verteilen wir wieder im Haus, ihr kennt die Aktion ja schon mit den Liebesbriefen und so. Und wir wollen einfach wahnsinnig viel ausprobieren und wir haben ein bisschen Sorge, dass die Hälfte da nicht reichen würde. Und deshalb fangen wir damit an. 500 Gramm Reis müssen erstmal gewaschen werden, weil da nämlich ganz viel überschüssige Stärke noch dran ist. Also so lange waschen, bis das Wasser klar rauskommt. Mhm. Anschließend brauchen wir 600 Milliliter kaltes Wasser und die werden schon mal aufgesetzt und aufgekocht. Dann kommt der Reis dazu und dann 15 Minuten auf niedriger Stufe quellen lassen. Und damit ihr nicht denkt, dass wir uns das alles selber ausgedacht haben, können wir euch nämlich ein ganz tolles Video verlinken, wo das Ganze auch nochmal erklärt wird. Genau, wir haben es nämlich selber überhaupt keine Ahnung von Sushi, also habe ich mir das Video von der lieben Sally angeguckt. Werde ich euch unten in der Infobox verlinken, falls ihr gucken wollt. Und ansonsten schaut ihr einfach, was wir hier für Kaffee veranstalten. Ich gehe waschen. So, der Reis ist jetzt gewaschen und im Topf. Jetzt kommt das kalte Wasser dazu und dann wird es einmal aufgekocht und danach, wie gesagt, 15 Minuten auf niedriger Stufe quellen gelassen. Und wir wissen nicht, dass da irgendwie Salz mit rankommt. Das kommt nämlich nachher dazu mit dem Sushi-Su. Und um den können wir uns dann auch gleich in der Zeit nebenbei kümmern, während es quellt. Aber dazu gleich mehr. So, ich passe ganz kurz auf, ein bisschen, dass der Reis nicht anbrennt. Und ich werde mich schon mal um das Gemüse kümmern. Genau, parallel können wir dann weiterarbeiten. Genau, Zeit nutzen. Obst und Gemüse. Für die Mango habe ich von meiner Mama mal so einen Mangoschneider bekommen. Den haben wir erst ein, zwei Mal benutzt, weil wir zu selten Mango essen. Aber den wollte ich jetzt benutzen. Den schneide ich nicht, das ist nichts für mich. Gurke schält man normalerweise nicht für Sushi, aber für uns beide darf ich sie schälen, ne? Ja. Ich mag die Schale nämlich nicht so gerne. Und wichtig, Kerngehäuse nachher rausschneiden. Achso, Avocados halbieren, dann Scheiben schneiden danach und natürlich schicken. Klar. So, das Wasser vom Reis kocht. Ihr seht hier, es blubbert ordentlich schon. Das heißt, ich stelle den Herd runter auf kleine Temperatur. Und jetzt nochmal einmal zur Sicherheit, dass er nicht anbrennt, ansetzt. 15 Minuten mit Deckel ziehen lassen. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, der geile Topfdeckelhalter und Küchengeräte. Wird natürlich wieder unten verlinkt. So, wir haben mittlerweile schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben die Gurke geschält, also wir ist in diesem Falle Laura. Haben wir auch wieder Kekse gebacken dieses Jahr? Wir haben die Mango, zeige ich hier unten in der Kamera, die Mango haben geschält. Haben wir wieder Kürbis und befruchtet, hätte ich beinahe gesagt. Der Schneider ging mega gut, wenn ihr sowas noch nicht habt. Ja, der ist echt cool. Und Laura ist gerade dabei, die Avocados vorzubereiten. Das heißt, der Reis zieht. Es ist hier an Obst und Gemüse soweit fast alles vorbereitet. Ich habe in der Zwischenzeit den Lachs vorbereitet, geschnitten. Der Reis müsste gleich fertig sein, gefroren sein. Ja, habe ich. Warten wir noch kurz. Und aber, wir können uns um was anderes kümmern in der Zwischenzeit. Okay. Und zwar? Und zwar um den Sushi-Su. Das ist eine Mischung aus Reisessig, Zucker und Salz. Ihr braucht 30 Gramm Salz, 80 Gramm Zucker und 100 Gramm Reisessig. Und das Ganze wird zusammen einmal aufgekocht, damit sich die Kristalle lösen. Und wird dann nur verrührt, dass sich halt alles gelöst hat. Und nachher, wenn der Reis fertig ist, kommt das unter den Reis und gibt dem Reis den Pep. Genau. So, wir haben den Reis vom Herd genommen, weil der Timer geklingelt hat. Und er ist richtig schön babschig geworden.
Ich halte das mal kurz hoch, dampft noch schön. Jo, riecht halt wie Reis, ne? Ist auch schon sehr babsig. Insofern bin ich gespannt. Ist auch nicht angesetzt, ein ganz, ganz kleines bisschen unten, aber das kriegt man gut gelöst. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und in der Zwischenzeit, seht ihr hier in der Kamera, werde ich einmal den Reisessig abwiegen. Von dem brauchen wir 100 Gramm, 97, 98, 99 und 100. Und der wird jetzt zusammen aufgekocht, wie gesagt, mit 80 Gramm Zucker, 30 Gramm Salz. Hier. Jetzt einmal auf den Herd aufkochen und danach wird es, nachdem es sich aufgelöst hat, unter den Reis gezogen und verbappt den auch, ne, so ein bisschen. Ja, obwohl der ist schon sehr babsig. Ist der schon sehr babsig? Mhm. Und was dann noch fehlt, ist einmal die Kresse, die muss ich einmal frisieren. Weil dieser Reisdampf oder Essigdampf ist nicht schön. Es hat sich jetzt alles aufgelöst, total klar aus und kommt jetzt einfach hier rüber. Ach nee, 80 bis 100 Milliliter, sagte sie, ne? Schön verteilen. Und jetzt wird das Ganze umgerührt. Oh, das bappert aber ordentlich. Mhm. Aber soll er ja nachher auch. Auf der Verpackung für den Sushi-Reis stand drauf, damit er noch besser klebt, kann man ihn nach dem Waschen eine Stunde lang einfach ziehen lassen. Also warten lassen und dann erst aufkochen und so weiter. Je nachdem, wie das heute so funktioniert, wäre das ein Tipp fürs nächste Mal. Es ist soweit. Wir wollen unsere ersten Sushi-Rollen rollen. Und ich bin aufgeregt. Du auch? Ja, du oder ich? Du. Ja, super. Wenn ich es vermurkse, dann bin ich halt schuld, ne? Deshalb. Ich habe eine Ausrede. Ist kalt. Also kalt gehört zu Backen und ist also kein Kochen. Backen macht man im Ofen, oder? Bei 200 Grad. Nächster Tipp von Sally war für die Makis nicht das ganze Nori-Blatt nehmen, sondern halbieren, habe ich gemacht. Dann, ganz wichtig, gibt es ja wie gesagt diese zwei ungleichen Seiten und die raue Seite, die kommt nach oben. Und jetzt brauchen wir Nasse, Finger und Reis. So, ich habe keine Ahnung, wie viel man nimmt. Das wirst du merken. Okay, so und unten sollte 1 Zentimeter frei bleiben. Das brauchen wir nachher zum Zumachen. Was wollen wir da reinmachen? Ich glaube, als am Anfang ist am einfachsten mit der Gurke, weil die schon ein bisschen stabiler ist. Mango zerdrückt man, glaube ich, leicht, Avocado auch. Okay. So, aber ich will da noch mehr reinlegen. Ich finde eine Sache ist Fang noch einfach an. Die erste Rolle. Nicht gleich wieder übertreiben. Heißt nicht einfach? Okay. Also, wartet's ab. Es wird irgendwas explodieren. Kaputt mir gehen. Mir geht immer alles schief. Also, aber es schmeckt am Ende meistens. Mhm. Hast du Angst? Ja. Ich auch. Then now the magic begins. Muss ich das hier, ne? So. Nicht zu den Seiten rutschen. So. Erstmal umschlagen. Ich weiß, warum ich diesen Zigarettenroller haben wollte. Ah, okay. Ich hätte doch mehr Platz lassen müssen. Wie war das? So, jetzt kommt Druck von den Seiten. Von oben und von den Seiten. Warte, du drückst da gerade die Mango raus. Die Mango kommt raus. Helf ein bisschen. Du sollst nicht die Finger ablecken. Das macht man nicht. Doch. So. Und? So. Ich sag dir, nächste Woche rufen alle an. Was heißt nächste Woche? Am Dienstag, wenn das Video rauskommt, unsere ganze Family und alle Freunde und sagen, wir kommen zum Sushi-Essen vorbei. Ich glaube auch. Ich glaube, wir kriegen vor allem Besuch aus Köln. Sobald man wieder darf. Oder? Na, das zeigen wir nicht. Tada! Darf ich präsentieren? Meine erste Maki-Rolle! Bisschen Gurke guckt noch raus am Rand. Sieht man das? Okay, wir präparieren die Platte nochmal neu oder vielmehr die Rolle. Vorrichtung. Und dann geht's mit der nächsten Rolle weiter. So, jetzt versuche ich mal mein Glück. Oh, ich bin gespannt. Reiß an den Aber ich würde sagen, das kann ja jeder. Tada her! So, als nächstes wollte ich jetzt eine Inside-Out-Rolle machen. Dafür habe ich jetzt ein ganzes Nori-Blatt genommen
Und hier ist es jetzt wichtig, dass man den Reis ungefähr anderthalb Mal so weit legt. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Frischhaltefolie haben. Vielleicht könntest du mir davon noch ein bisschen was abmachen. Eins, zwei, drei. Hier, yep, genau. Juhu. Jetzt ziehen wir das obere, die obere Folie wieder ab und dann. Okay. Hoffe ich, dass der. Ja. Ja, perfekt. Siehst du? So. Und das wird jetzt bestrichen, entweder mit Mayo oder mit Frischkäse. Was wolltest du reinmachen? Alles. Können wir einmal ganz kurz... Vorsicht, dass sie nicht bricht. Das ist mal ein Gewicht. Da hast du also schon ein Abendbrot fertig für eine Person. Maki, Maki, Monster! Inside out! So, jetzt kommt das Lachsding. Yeah. Ich glaube, die ist ganz cool, oder? Mhm, die sieht mega gut aus. Richtig cool. Yeah. Vom Chef persönlich. Avocado und Lachs. Wir haben Maki, wir haben Inside Out, die gerade zerbröselt, wie ich sehe. Nur an einer Stelle. Wir haben noch nicht, aber machen jetzt Nigiri. Nigiri sind diese kleinen Schiffchen, wie Nietzsche vorhin schon erklärt hat. Mhm. Und ich habe überhaupt keinen Schimmer. Ich würde jetzt einfach sagen, dass man nimmt so ein... Ja. Genau. So eine Menge. Ja, genau. Formt das mit den Händen. Da brauchen wir eigentlich die Matte gar nicht mehr, ne? Also man kann es mit der Matte machen, ja, sagte sie. Dann nehme ich die mal weg, weil einen Teller brauchen wir dann noch, ne? Teller. Ja. So, da wir unterschiedlich machen, nehme ich Lachs und vegetarisch. Nehme ich zwei Teller. So. Ja, das ist eine gute Größe. Und dann ein Stück Avocado drauf. Yeah. So, jetzt geht's nochmal der Inside-Out-Roll an den Kragen, die schon so halb den Geist aufgibt. Wir haben jetzt gedacht oder uns überlegt, wie wir die am besten wenden können. Jetzt haben wir einfach nochmal so einen flachen Teller rausgeholt und Nils muss es richten. Meinst du, du kriegst es hin? Ich versuch's. Im Endeffekt, wenn das hier alles klappt, brauche ich den nur einmal so rüberrollen. Yeah. Geht gut? Yeah. Ja, mega cool. Oh, das riecht total lecker. Der Sesam. Oh ja. Also mit Schwarzkümmel dazwischen hätte es natürlich auch cool ausgesehen. So cool finde ich es jetzt auch nicht schlecht. So. Okay, jetzt werden wir einmal alles schneiden, schick anrichten und zeigen euch dann das Ergebnis. Genau. So, wir sind fertig. Yeah. Und es sieht so mega lecker aus. Das ist, also dass es so gut klappt, hätte ich nicht gedacht. Ich auch. Wir blenden euch kurz mal ein, wie es aussieht. Es ist mega, 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 mega. Es sieht so gut aus. Ich habe jetzt für beide Teller einmal Sojasauce und einmal Teriyaki-Soße drapiert. Für mich noch einen kleinen Klecks Wasabi. Und ihr seht, glaube ich, wessen Teller wessen ist. Der mit Fisch hier und der andere. Dann doch eher meiner, aber es ist auch voll in Ordnung. Wir wollten euch zeigen, wie einfach es ist, Sushi zu Hause selber zu machen. Wir waren selber überrascht, haben wir beide eben gerade nochmal gesagt, im Off. Und schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Sushi gemacht habt. Und was euer Lieblings-Sushi ist. Ja. Und wir wollen euch ans Herz legen, seid doch einfach mal kreativ. Wir haben jetzt ja auch noch nicht so viel ausprobiert. Aber was bei uns immer noch auf der Liste steht, sind Summer Rolls. Und die kann man ja mit Obst machen. Also vielleicht lässt sich auch Sushi mit Obst machen. Ach, haben wir ja schon. Ja, also mit Mango, aber vielleicht auch sowas wie Erdbeeren oder Äpfel. Vielleicht Kirschen. Auch, wenn man Bock drauf hat. Oder seid ihr eher Typ Fleisch? Mein liebstes Sushi war früher einfach das mit der gebratenen Ente. Und ich glaube, Teriyaki-Soße war auch noch drüber. Aber es war zumindest mega, mega lecker. Und jetzt in Veggie stehe ich voll auf diese ganzen Avocado-Sachen. Und es gibt eins, was wir auch noch nicht noch nachgemacht haben heute. Das ist mein allerliebstes Sushi bei unserem Sushi-Mann. Ja. Das ist frittiertes Sushi. Das heißt, es ist kurz in der Fritteuse gewesen. Aber mit kleine knusprige Haut, genau. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, komplizierter. Das wollten wir heute nicht gleich als erstes versuchen, wie ihr vielleicht verstehen könnt. Und es ist warm vor allem. Also warmes Sushi. Super spannend. Ja. Man muss nur was ausprobieren. Ich glaube, das haben wir. Und ich bin mega lecker. Gespannt, wie lecker das gleich ist. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich habe auch richtig, richtig Hunger. Wollen wir schon einen probieren?
Wollen wir? Ja, komm. Okay. Zumindest ein. Wir haben hier die schönen Teller und da ist so ein bisschen Ausschuss. Genau. Was möchtest du? Ich glaube, ich würde. Lass uns doch so was. Einen mit, genau. Mit Mango. Ich auch. Mango und Gurke war das, ne? Genau. Wir haben jetzt beide ein Maki mit Mango und Gurke. Genau. Mega lecker. Man spricht nicht mit vollem Mund. Also. Daumen nach oben, unbedingt nachmachen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo da. Und unten unbedingt den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denn wir wissen, dass 60% den Kanal noch nicht abonniert haben. Immer und noch. Nur 40% der Leute, die die Videos gucken, haben uns abonniert. Also, wenn ihr kein Konto habt, sofort ein Konto anlegen, abonnieren, unten die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer eine kleine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von uns erscheint. Nochmal zur Erinnerung, Dienstag, Donnerstag 15 Uhr und jeden Samstag um 11. Richtig. 10. Scheiße! Habe ich das laut gesagt? Ja. Also Samstag um 10. Um 10 natürlich, samstags um 10. Kocht Sushi nach. Also, macht's nach. Und viel Spaß und wir hoffen, wie gesagt, ihr bleibt uns treu. Wir freuen uns am Donnerstag wieder auf euch, 15 Uhr. Genau. Ich hab's drauf. Und es bleibt uns nichts zu sagen als... Bis dann! Ciao! Ciao, ciao.